Moin Leute, mein Name ist Koi und es gab sehr geile Neuigkeiten zu Path of Exile 2 und zwar vor allem zur Konsolenversion. Die Neuigkeiten betreffen aber auch zum Teil zumindest die PC-Spieler und in diesem Video möchte ich euch das alles nochmal ganz kurz zusammenfassen. Das erste, was angekündigt wurde, ist tatsächlich ein Couch-Koop-Modus. Das bedeutet, ihr könnt zusammen mit einem Freund auf ein und demselben Bildschirm spielen und teilt euch dann quasi diesen Bildschirm. Da hat dann jeder so sein eigenes Menü, sein eigenes Inventar, seinen eigenen passiven Baum und so weiter und natürlich seine eigenen Lebenskugeln, ist glaube ich klar. Und gerade diese Art Spiel macht glaube ich auch nochmal extra Spaß mit einem Freund zusammen, wenn man auf der Couch sitzt und zusammen die Monster schnetzelt, sofern man natürlich Freunde hat. Ist das glaube ich sogar eine ganz coole Sache. Die noch coolere Sache ist allerdings, dass sowohl Crossplay als auch Cross-Progression möglich ist in Path of Exile 2. Das bedeutet also, ich könnte jetzt ganz einfach, wenn ich am PC Path of Exile 2 spiele und mich aber mal auf die Couch flezen will, das ganz easy auf meiner PlayStation 5 weiterzocken mit demselben Spielstand, mit meinem selben Account. Ich muss da nicht nochmal einen eigenen Account anlegen und von vorne anfangen. Das wird sich alles geteilt und das bedeutet gleichzeitig, dass auch ein und derselbe Markt für Path of Exile 2 entsteht zwischen Konsole und PC. Da wird nicht mehr unterschieden zwischen dem Konsolenmarkt als auch dem PC-Markt. Das ist alles eine Suppe in Path of Exile 2 und das glaube ich gefällt vor allem den Konsolenspielern, weil da war es immer das Problem, dass so bestimmte Gegenstände im Auktionshaus oder im Trade generell eben zu teuer waren, einfach weil die Spielerschaft nicht so groß war auf den Konsolen. Das wird sich dann in PoE 2 ändern, weil das einfach nur noch eine große Suppe ist. Und besonders geil ist auch, dass man diesen Couch-Koop quasi mit zwei Accounts dann spielen kann. Das heißt, in Theorie könnte ich, wenn ich jetzt am PC sitze und irgendwie Path of Exile 2 zocke und dann ruft mich mein Kumpel Bobby und sagt, ey, kommst du rum? Dann gehe ich zu ihm, er zockt gerade auf der Konsole Path of Exile 2 und dann sage ich, hey, lass mich doch mitzocken mit meinem Account. Dann kann ich mit meinem Account bei ihm auf der Konsole im Koop weiterzocken, meinen Charakter. Wie geil ist das? Wann passiert das? Wahrscheinlich nie, aber trotzdem erstmal geil, dass sowas überhaupt möglich ist. Da gibt es von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und gleichzeitig müsste das auch bedeuten, dass sämtliche Skins und Mikrotransaktionen, die ihr euch gekauft habt, sowohl für Konsole als auch für PC, dann auch für beides gelten müsste. Und dadurch, dass die ganzen Skins für Path of Exile 1 ja auch für Path of Exile 2 gelten, müsst ihr euch das dann nicht nochmal alles neu kaufen, wenn ihr von Konsole auf PC wechselt oder andersrum. Weil momentan in Path of Exile 1 ist das ja nicht möglich, dass wenn ihr euch auf PC irgendwelche Skins und irgendwelche Truhenfächer gekauft habt, wenn ihr dann auf Konsole spielen wollt, müsst ihr da alles nochmal neu kaufen. Und das wird dann, wenn das alles quasi eine Suppe ist, ja nicht mehr nötig sein in Path of Exile 2. Also auch das ein großer Vorteil. Und eben dadurch, dass das von Path of Exile 1 übernommen wird, zumindest teilweise, außer natürlich dann die neuen Sachen, die dann kommen werden in Path of Exile 2, müsstet ihr in meiner Theorie zumindest das nicht nochmal alles neu kaufen müssen, weil das ja einfach nur eine große Plattform dann ist. Zur Controller-Steuerung auf den Konsolen, aber auch auf PC, wenn ihr das am PC mit Controller spielen wollt, wurde auch noch was gesagt, die wurde auch nochmal stark angepasst, das komplette Menü wurde überarbeitet, damit das eben mit Controller auch spielbar ist. Das Ding ist, ich finde das Spielen mit dem Controller gar nicht so schlimm. Mich stört vor allem die Menüführung in Path of Exile 1, wenn man sein Inventar managt oder irgendwelche Maps vorbereitet und so weiter. Das war immer irgendwie sehr, sehr grässlich zu steuern mit dem Controller. Es geht dann mit der Maus einfach besser. Und das sah jetzt nicht danach aus, als würde das bei Path of Exile 2 so großartig anders sein. Was Path of Exile 2 aber macht, ist die Steuerung in dem Game selber drin, also in den Gefechten und so weiter, weil es da so eine Art Twin-Stick-Steuerung gibt. Mit dem linken Stick kann man sich bewegen und mit dem rechten Stick dann zum Beispiel schießen, wenn man jetzt ein Bogenbild spielt. Und ich persönlich liebe ja auch so Twin-Stick-Shooter. Das heißt, ein Bogenbild auf Konsole, da sehe ich mich. Generell wurden dann noch ein paar Worte zur Einsteigerfreundlichkeit in Path of Exile 2 verloren. Und zwar soll Path of Exile 2 immer noch ein sehr komplexes Spiel werden, aber sie sorgen jetzt dafür, dass man schneller oder besser reinkommt. So zum Beispiel mit den momentan auch sehr beliebten Infoboxen in Spielen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das so richtig gesehen habe, war bei Crusaders King 3, dass man quasi so bestimmte Schlagwörter hat, die man dann anklicken kann und dann kommt so ein Infotext. Und in diesem Infotext sind vielleicht weitere Schlagwörter, die man dann auch wieder anklicken kann und dann kommt der nächste Infotext, wo man dann genau sehen kann, was bedeutet und was macht, sodass man dann selbst bessere Entscheidungen für sein Bild, für seine Bildstrategie treffen kann, ohne jetzt eben erstmal auf Drittwebseiten nachlesen zu müssen, was dir eigentlich was bedeutet. Was ich sehr, sehr angenehm finde, ich hoffe wirklich, dass das auch gut was nützt für die neuen Spielerschaften, die dann da ankommen werden in Path of Exile 2, dass die einfach besser und schneller in das Spiel reinkommen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die Beta wurde ja verschoben von Juni, die sollte ja eigentlich demnächst starten oder Juli.
Juli, weiß ich gerade gar nicht mehr, auf Ende des Jahres irgendwann. Wir wissen noch kein genaues Datum, das wird irgendwann dann auch noch kommen. Aber da startet dann Ende des Jahres die Beta sowohl auf den Konsolen als auch für den PC gleichzeitig, weil ja eben Cross-Progression und Crossplay alles möglich sein soll. Das wird eine sehr interessante Zeit. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Die ganzen Möglichkeiten, die es jetzt bietet, finde ich sehr, sehr schön einfach. Ob ich die wirklich groß nutze, ich glaube, ich werde immer noch zu 95% am PC spielen. Aber ich bin auch so ein kleiner Couch-Gamer. Ich liebe es, auf der Couch zu lümmeln und da ein bisschen mit dem Controller rumzuhantieren. Und da könnte ich jetzt einfach meinen Charakter in Path of Exile 2 weiterzocken. Oder eben, ich gehe zu meinem Kumpel Bobby und spiele auf seiner Konsole einfach meinen Account weiter. Das war es erstmal von mir. Was haltet ihr von den ganzen Sachen? Ist doch eigentlich eine geile Sache, auch wenn ihr es vielleicht selber nicht nutzen werdet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten schaut gerne mal bei Twitch vorbei, abonniert den Kanal und ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Video.